Der Vortrag ist 8 Jahre alt. Zu der Zeit habe ich eine Schätzung gemacht, wie müssen solche Roboter aussehen, welche Anforderungen werden an die Systeme gestellt. Und dann möchte ich Ihnen am Schluss zeigen, wo wir heute stehen, was in einem Zeitraum von 8 bis 10 Jahren realisiert werden kann. Also die Frage ist, werden Roboter dem Menschen immer ähnlicher? Und was ist dazu notwendig, um solche Systeme zu realisieren? Gut, wenn man sagt, menschenähnliche Roboter, dann greift man in der Regel auf die Literatur zurück, auf ein gewisses Genre in Filmen, in denen also Roboter beschrieben werden, die entweder zu nützlichen Zwecken eingesetzt werden, die sich verbünden gegen die Menschen oder für die Menschen, für das Gute kämpfen. Hier gibt es also eine sehr große Vielfalt von Beispielen in Literatur und Film. Dann einiges zur Historie. Wann begann man, Roboter zu entwickeln? Wann waren Schlüsselentwicklungen? Wann wurden die ersten kognitiven Systeme implementiert? Und dann einfach einige Beispiele. Hier sehen Sie aus der Literatur und Film bekannten Werke, Metropolis als Beispiel, bei denen also menschenähnliche Maschinen eine Rolle spielten, Stanley Kubricks 2001, ein sehr bekannter Film, Kultfilm in der Zwischenzeit, Krieg der Sterne mit Robotern, die Gefühle geäußert haben, die mit den Menschen kooperieren, die Absichtserkennung durchführen könnten. Und dann Artificial Intelligence von Spielberg, ein Roboter, der von selbst versucht oder der das Ziel hat, menschenähnlich zu werden und sich entsprechend zu verhalten. Hier sind noch andere Beispiele aus der Historie, aus der Entwicklung von Robotersystemen. Historische Vermenschlichungstendenzen, ich hoffe, das kann übersetzt werden. Hier sind also die ersten Systeme entwickelt worden im 8. Jahrhundert. Es gibt allerdings auch Schriften aus China, bei der also erste Roboter im 2. Jahrhundert dokumentiert wurden, also Laufmaschinen, vierbeinige Laufmaschinen. Dann gibt es eine sehr lange Phase im 17. und 18. Jahrhundert, in dem vor allem Puppenspielautomaten entwickelt wurden, die schon eine gewisse Interaktion mit dem Menschen durchführen konnten. Also Dame, Schachspiel, Roboter oder Maschinen wurden entwickelt, gegen die man spielen konnte. Und dann, wie gesagt, die seit der Entwicklung, Einführung der Mikroprozessoren, der Rechner, sind dann also zunehmend intelligente Maschinen entwickelt worden. Gut, man könnte also hier die Erfindung des Rechners, die Erfindung der Prozessrechner, der Echtzeitsysteme als Beispiele nennen. Schauen wir uns jetzt humanoide Roboter an, wie wir sie heute kennen. Dann sind die Wurzeln dieser Systeme etwa in den 70er, 80er Jahren in Japan zu sehen, wo an der Waseda-Universität unter Kato, Professor Kato, der erste humanoide Roboter entwickelt wurde. Dann auf der Expo in Japan wurde bald danach ein Roboter der Öffentlichkeit vorgestellt, der Keyboard spielen konnte, also die Textur, das waren die Notenblätter. Aus den Notenblättern wurden entsprechende Bewegungen, Fingerpositionen berechnet und dann eben ein erstes Musikstück von einem Roboter gespielt. Dann kamen weitere Entwicklungen zu humanoiden Robotern, die dann schon selbstständig laufen konnten. Ein Beispiel ist Vabian in den 90er Jahren. Ein humanoider Roboter mit Körper, Armen, Händen und Kopf, zu der Zeit noch etwa 2 Meter und mehrere Zentner schwer,
zwei Meter groß und mehrere Zentner schwer. Und bald daraufhin wurde an der Waseda-Universität an Robotern gearbeitet, die einen Gesichtsausdruck generieren konnten, die die ersten Spracherkenner implementiert hatten und auch Bildverarbeitungssysteme, die den Menschen wahrnehmen konnten. Gut, die Frage, die uns oft gestellt wird, warum muss ein Roboter humanoid sein, wenn es nicht einfacher geht? Warum muss er menschenähnliche Gestalt haben? Man kann hier zwei Gesichtspunkte anführen. Zum einen können Roboter unmittelbar, humanoide Roboter, in Umgebungen eingesetzt werden, in denen sich der Mensch auch aufhält. Also keine strukturierte Umgebung, wie das in der Industrie häufig der Fall ist. Es sind eben keine Zusatzwerkzeuge notwendig, sofern der Roboter Hände hat, die vergleichbare Fähigkeiten wie die menschliche Hände haben. Zum anderen verhilft die Auseinandersetzung mit humanoiden Robotern zu einem besseren Verständnis des Menschen, was also die Lokomotion betrifft, die Extremitäten, die Steuerung, die Muskulatur, die neuronale Verarbeitung, das Verhalten des Menschen, seine Anpassung, so dass auch hier ein Argument vorliegt, warum humanoide Roboter zu studieren. Gut, und zuletzt ist die Interaktion mit dem Menschen, mit humanoiden Robotern auch in der Regel natürlich. Das heißt, dass durch Sprache, Gestik, durch Vormachen, durch Erklären, Belehren, Kooperation die Interaktion vereinfacht wird. Wenn wir jetzt fragen, was heißt denn Ähnlichkeit? Kann eine Maschine ähnlich zu dem Menschen sein? Die Frage, also was macht die Ähnlichkeit aus? Ist es der Körperbau? Ist es die Mimik des Roboters? Hier stellt sich also die Frage, was zeichnet einen Menschen aus? Was ist typisch menschlich? Und was sind typische Eigenschaften des Menschen? Und demgegenüber kann man die Frage stellen, was sind typische Eigenschaften von Maschinen, von humanoiden Robotern, von interagierenden Maschinen und wie müssen die das aussehen? Also beide Modelle sind notwendig. Zum einen eben das biomechanische Modell, ein mentales Modell des Menschen und seine Eigenschaften. Ich habe jetzt hier eine ganze Liste von Gesichtspunkten aufgeführt, also die anthropomorphe Gestalt, Beine, Körper, Arme, Hände, Kopf, Augen, Ohren, sind ein Merkmal für humanoide Systeme. Mit diesem Körperbau kommt auch die Forderung nach menschenähnlichen Bewegungen, also glatte Bewegungen, gezielte Bewegungen, keine unstetigen Bewegungen, wie man das von den Jahrmärkten, von Pantomimen kennt, die eben überzogen Roboter nachbilden. Die Frage ist, kann eine Maschine Emotionen haben? Ich werde Ihnen nachher ein Beispiel zeigen, zu welchen Kunstgriffen man hier greifen muss, um Emotionen zumindest scheinbar darzustellen. Wahrnehmungsfähigkeit, Deutung, Interpretation, also kognitive Fähigkeiten, situationsgerechtes Verhalten, das heißt also, dass Roboter in vorgegebenen Kontexten sich geeignet situationsgerecht verhalten, können auch proaktiv sein. Die Kommunikationsfähigkeit kommt dazu, also Sprache, Körpersprache kommt dazu, Audio. Techniken, Gesichtsausdruck zum Beispiel auch, dann eben die Kooperation mit den Menschen, wenn gemeinsame Aufgaben durchzuführen sind. Heute Vormittag hatten wir diskutiert, was passiert, wenn ein Mensch Hilfe benötigt. Das heißt also, hier ist eine Interaktion und Kooperation notwendig. Und dann der wichtigste Punkt, wie wird ein solches System programmiert? Oder kann dieses System lernen? Lernen ist eine Grundfähigkeit.
Man kann motorisches Wissen lernen, man kann greifen lernen, man kann Objekte erkennen lernen. Man kann situatives Wissen lernen, reaktives Wissen. Man kann aber auch Bewegungen optimieren. Gut, und dann klassische Aufgaben für menschenähnliche Systeme ist eben Manipulation und Lokomotion. Auch 2004 entstanden schon die ersten Systeme, die einen Teil dieser Forderungen erfüllt haben. Das ist ein System von Sony, Curio, mit Bildverarbeitung, einer einfachen Spracherkennung, Erkennung der Umgebung. Es besitzt einen menschenähnlichen Körper, also Beine und Extremitäten, Arme. Und wurde in einem Arbeitsraum, auf der Bühne, im Wohnzimmer, also in Alltagssituationen erprobt und eingesetzt. Das heißt also, man hat hier ein Bewegungsrepertoire, ein perzeptives Repertoire implementiert und das in entsprechende Kontexte mit eingegossen. Ein weiterer Schritt wurde bei humanoiden Robotern von Honda entwickelt. Es ist inzwischen ein Betrag, ich glaube zwischen achtstelliger Betrag investiert in Dollar, um dieses System voranzutreiben. Es ist Asimo, auch schon 2004, heute haben wir schon die übernächste Generation. Also Robotersysteme, die den Körper balancieren können, die sich bewegen können, die visuell die Umgebung erfassen, die hier kommunizieren können. Und hier sehen Sie eine Vorführung der Systeme. Das heißt also in bestimmte Richtungen laufen, auf der Stelle drehen, Kurven laufen, Treppen überwinden. Die heutigen Robotersysteme können rennen, können springen, sich hinsetzen, hinfallen, wieder aufstehen. Also die Technologie ist sehr weit entwickelt. Das sind also typische Präsentationen, wie sie von Honda weltweit durchgeführt wurde, um die Technologie entsprechend zu präsentieren. Das sind also die Bewegungen. Dann Arbeiten, die am MIT ursprünglich entstanden sind, die Frage der Emotionen. Also Emotionen lassen sich schwer messen. Bei Menschen ist es schon sehr schwierig, Emotionen, die sehr fein abgestimmt sind, zu erkennen und zu modellieren. Hier wurde ein Versuch gemacht, bei dem man eine überzogene karikaturähnliche Mimik versucht hat, also einen großen Mund, Augenbrauen, Ohren, die gesenkt und gestellt werden können. Es ist ein Spracherkenner dabei, mit dem über den Dialoge geführt werden können und dann auch entsprechende Reaktionen wie Freude, Angst, Furcht, Erstaunen, die jetzt hier angedeutet werden können. Also es ist erstaunlich, diese Mimik kann von Menschen intuitiv verstanden werden, einfach weil sie überzogen ist und eben gekoppelt mit entsprechender Sprachausgabe und Spracherkennern. Es ist ein Stereobildverarbeitungssystem integriert, in dem die Person erkannt werden kann und auch die Worte erkannt werden können. Gut, in dem Bild unten sehen Sie jetzt ein Sketch, die Unterhaltung eines Menschen mit dem Roboter. Sie sehen, der Roboter reagiert. Das sind also einfache Sätze, Fragen, wie geht es dir, was hast du heute gemacht? Und der Roboter verfolgt das durch Kopfschwenken, durch Augenschwenken. Zum Beispiel hier, was ist eine Uhr, wie spät ist es und so weiter. Das sind also Verhaltensautomaten, die hier implementiert sind, die durch Sensordaten und durch Sprachsignale getriggert werden. Andere Möglichkeit ist jetzt mehr pragmatische Vorführung, ein Robotersystem,
das jetzt Objekte greifen soll. Das wird also über Spracheingabe vorgegeben, sagen wir, die gelbe Schale zu greifen, sie von A nach B zu positionieren, als Beispiel. Und das andere ist eben ein Kamerasystem, das den Menschen verfolgt, das heißt also ein Tracking durchführt, wo die Person sich hinbewegt, was die Hände machen und Zeigegesten, die hier von Bedeutung sind. Es gibt also dynamische Zeigegesten, statische Zeichengesten, Zeigegesten, die über die Maschine zu erkennen sind. Ja, dann Kooperationsfähigkeit mit dem Menschen, beispielsweise ein Objekt, einen schweren Gegenstand zu tragen, ist ein Beispiel, das perzeptive, kognitive Fähigkeiten erfordert. Sie sehen hier Herr Asfur, 8 Jahre zurück. Das ist AMA 1, erste zweiarmige Roboter-System, das implementiert wurde. Hier ging es um die Koordination von zwei Armen und Händen, die Kooperation mit dem Menschen, das stabile Transportieren von Objekten und dann die eine sehr wichtige Lerntechnik bei Robotersystemen ist das Imitieren, also das Beobachten von Bewegungen, das Aufzeichnen, Abspeichern, Parametrieren von Bewegungen und die entsprechende Übersetzung, Abbildung auf die Maschine, das heißt also das Nachmachen von Demonstrationen. Sie sehen hier Auke Eisbert mit seiner Arbeit an einem humanoiden Roboter. Moment. Ja. Er macht also die Bewegung vor, den Tennisschläger entsprechend zu einem Ball zu bewegen, also die Schlagbewegung, die visuell aufgezeichnet wird, parametriert und dann auf die Maschine übertragen wird. Die Imitation können Sie jetzt unten sehen. Das heißt, der Roboter versucht, den Ball zu treffen, eine entsprechende Schlägerbewegung durchzuführen. Auch das 2004. Der Entwicklungsstand ist heute also deutlich weiter. Dann die kognitive Fähigkeiten in Kooperation mit Roboter bei, sehen Sie hier, bei und im MIT hier wurden lernende Zustandsautomaten untersucht, implementiert und durch Training, durch den Optimierungs- und adaptiven Algorithmus wurde eine Auge-Hand-Koordination gelernt, die also die Kooperation des Roboters mit Objekten zum Manipulieren von Objekten, aber auch zur Koordination mit Menschen ermöglicht. Die Frage ist also, wie weit können Maschinen, Rechner genutzt werden, um Fähigkeiten, was die Motorik, was die Koordination Auge-Hand, was das Manipulieren von Objekten betrifft. Wie kann so ein Entwicklungsvorgang aussehen? Es gibt eine Entwicklungslinie, die sich mit der Entwicklungspsychologie auseinandersetzt. Also die Frage, wie entwickelt ein Kleinkind motorische Fähigkeiten, wie prägen sich visuelle Fähigkeiten aus, wann kommt die Sprache mit ins Spiel. Das sind also Gegenstand aktueller Forschung, bei der diese Entwicklungsprozesse modelliert und dann eben auch an Robotern mit erprobt werden. Kommen wir zurück zu humanoiden Robotersystemen. Hier möchte ich auf den Sonderforschungsbereich 588 verweisen. Der Sonderforschungsbereich endet Ende Juni. Nächste Woche am Montag haben wir eine Präsentation der Ergebnisse. Das findet die Veranstaltung, die Präsentation in der Kinderklinik bei uns statt, am Institut für Anthropomatik. Und die Vorträge sind am Montagmorgen, also nächste Woche am Montag im Hörsaal Sport, Sportinstitut.
Was waren die Ziele dieses Sonderforschungsbereichs? Zum einen also Fragestellungen bezüglich Lernens, Multimodalität, Interaktion und Verhaltensmodellierung zu untersuchen, zum anderen aber auch einen humanoiden Roboter zu entwickeln. Die Forschungsthemen sehen Sie hier zentral um die Fragestellung eben der Entwicklung eines humanoiden Roboters angesiedelt. Zum einen die multimodale Interaktion mit dem Roboter, also Sprache, Zeige, Gestik, Haptik, Bildverarbeitung zu verwenden, maschinelles Sehen. Die Frage des Lernens, wobei Lernen dürfen Sie sich nicht als Algorithmus vorstellen, bei dem Sie Eingabedaten nutzen und dann am Schluss eben das Gelernte als Ergebnis herauskommt, sondern es ist eine Vielfalt von Lernalgorithmen, von Lernmethoden, die auch untereinander zusammenhängen, um ein Gesamtsystem, lernendes System zu entwickeln. Und dann die Frage eben der Kooperation, wie weit kann der Roboter kooperieren in einer Umgebung des Menschen. Fein aufgegliedert sind hier Themen, die wir schwerpunktmäßig bearbeitet haben. Zum einen eben Sprache, Gestik, Mimik, Haptik, taktile Interaktion mit der Umgebung. Dann die Erzielung eines tieferen Verständnisses des menschlichen Bewegungsapparates, also Beobachten des Menschen, Deuten der Bewegungen, Parametrieren der Bewegung, dann Programmieren durch Vormachen. Das heißt also, der Roboter bekommt die Aufgabe gezeigt, speichert diese ab sensorisch, verarbeitet diese und konvertiert die in ein Programm. Und letztendlich kommt die sprachliche Beschreibung, die Kommentierung dazu, um weiter zu erklären, was zu berücksichtigen ist bei der Ausführung oder welche Eigenschaften die Gegenstände haben. Gut, das ist also die Strategie des Lernens. Dann zentral die Entwicklung eben eines Roboters, der eine humanoide Gestalt hat. Von der Größe her, von der Reichweite der Arme, von den Händen. Und dann wurde es also in zahlreichen Teilaktivitäten entwickelt. Hier sehen Sie einen Versuchsstand mit Datenhandschuhen, mit Mikrofon, mit visueller, mit maschinell sehenden Geräten, die also die Objekte erkennen, die Objekte modellieren und dann eben das Greifen aufzeichnen. Dann die Erstellung von Modellen der Ausführungsumgebung. Das sollte natürlich möglichst realitätsgetreu sein, dass man die Modelle auch nutzen kann, zum Beispiel für die Bildverarbeitung. Was sind Merkmale, was sind wichtige Merkmale, was sind aussagekräftige Merkmale, die zu beobachten sind. Gut, und dann letztendlich auch die Simulation, das heißt so der erste Ansatz, wie verhält sich ein Roboter in der Umgebung und wie sehen die Basisaktionen aus. Auch Planungsalgorithmen kommen hier mit dazu. Gut, dann kommt der Kern der Entwicklung, die Mechatronik, also Antriebssysteme, die echtzeitfähigen Prozessrechner, die Sensorverarbeitung, die Ansteuerung, Synchronisation aller Aktionen, die hierzu notwendig sind. Es muss eine Regelung, eine globale Regelung und eine lokale Regelung, die visuellen Sinne, die akustischen Sinne, implementiert und integriert werden. Der Roboter wurde vollständig am KIT entwickelt oder damals noch Universität Karlsruhe. Das heißt also die Hände, Arme, Torus, der Bewegungsapparat wurde mit einer großen Zahl von Freiheitsgraden, das heißt also entsprechende Gelenkwinkel und Antriebssysteme implementiert, um menschenähnlich sich bewegen zu können, was Geschwindigkeiten, aber letztendlich auch Beschleunigung und Kräfte betrifft. Hier haben Sie die Idee, die zu Beginn des Sonderforschungsbereichs skizziert wurde, eine fünffingerige Hand, feingliedrige Hand zu entwickeln. Hierzu gehören Aktoren, also Antriebssysteme.
Der Mensch hat Muskeln und Sehnen. Hier wurden Fluidaktoren, Hydraulik, Pneumatikaktoren, aber auch elektrische Antriebe erprobt. Dann kommen also die Ansteuerungen für diese Antriebe, die Regelung und Steuerung. Dann die Haptik, also Tastorgane in den Fingerspitzen oder über die gesamte Haut. Dann die Messung der Fingerpositionen. Die Energieversorgung dürfen Sie nicht vergessen. Und letztendlich eine sensitive Haut, eine haptische Haut, die dann praktisch über das Ganze entwickelt wurde. So, die ersten Hände 2002, 2003 sehen Sie hier mit pneumatischen Antrieben, also mit Handgelenk, der Fähigkeit zur Fingerbewegung. Und bis heute wurden also 5 Generationen an Händen entwickelt, die also immer weiter verfeinert werden, um menschliche Griffe reproduzieren zu können. Wenn Sie also Interesse haben, können Sie bei uns auf die Homepage gehen und sich die Entwicklungen anschauen oder am Montag zu unserer Abschlusspräsentation zu kommen. Gut, kommen wir zurück zu der Vision des Lernens. Wurde heute Vormittag schon diskutiert bei der morgendlichen Veranstaltung. Wir sind der Meinung, dass die wichtigste Quelle bei dem Belehren von Robotern der Mensch selbst ist. Das heißt also, dass der Mensch Benutzerdemonstrationen vormacht, dem Roboter zeigt, wie welche Handlungen auszuführen sind. Befehle natürlich, um das auszuführen, Kommentare, um Hinweise zu geben, sensorischer Art oder bezogen auf die Handlung. Bei der Kooperation ist der Dialog notwendig zur Kooperation, also die Rollenverteilung. Was macht der Roboter, was macht der Mensch? Wer ist Master, wer ist Slave? Also wer hat die zentrale Kontrolle oder sind beide gleich berechtigt? Und auf der anderen Seite von der Maschine haben wir einen Klärungsdialog über die Aufgabe. Es muss sichergestellt werden, dass der Roboter die Aufgabe verstanden hat, dass sichergestellt wird, dass die Aufgabe ausgeführt werden kann und dann, dass das auch robust und sicher erfolgen kann. Dazu ist eine ganze Menge an Teilalgorithmen notwendig, die hier aufgelistet sind. Das heißt also Handlungserkennung, Absichtserkennung, Interpretation des Beobachteten, Erkennen der Situation und der Absicht des Benutzers. Dann die Frage, eben das Wissen, das zur Ausführung von Aufgaben notwendig ist. Das heißt also Hintergrundwissen, aufgabenorientiertes Wissen, Spracheingabe, Sprachausgabe. Hier ist eine Sprache erforderlich, auch eine Semantik, die auf die Szene, auf den Diskurs und auf die Aufgabe zugeschnitten ist. Und dann eben auch die Frage, wie optimiert sich das System selbst. Hier sehen Sie jetzt einige Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs. Die Frage, wie können Bewegungen beobachtet werden? Welche einfachen primitiven, Bewegungsprimitiven können beobachtet werden? Das ist also Beobachtung der Hände, Beobachtung der Objekte, Beobachtung der bewegten Objekte und das über 2 Kanäle. Das eine ist durch die Augen des Roboters oder eben durch die Nutzung eines hochgenauen Bewegungsbeobachtungssystems, beispielsweise mit mehreren Kameras, 10, 12 Kameras mit Infrarotbeleuchtung und Reflexionsmarken, um die Bewegung genau deuten zu können. Weitere Wahrnehmung ist die akustische Wahrnehmung, ist also nicht nur Sprache, sondern wir haben weitere Geräusche in Alltagsumgebungen. Das ist jetzt hier dargestellt in der Küche mit Mixer, Waschmaschine, Fernsehapparat.
die zum einen zu lokalisieren sind, dann aber auch zu klassifizieren, um beurteilen zu können, ist es eine Maschine, ist es ein Prozess, der interessant ist oder ein Ereignis. Dann die Beobachtung von Menschen, beispielsweise um Gesten zu erkennen, sind hier zu sehen. Was hier benutzt wird, ist das Gesicht und die Hände. Mit den entsprechenden Pigmentfarben kann das sehr gut gefiltert werden und dann eben mit Hilfe eines Modells in entsprechende Zeigegesten umgesetzt werden. Gut, das sind also nur einige Beispiele der wahrnehmenden Funktionen, die ein Robotersystem beherrschen muss. Gut, hier sehen Sie nochmal den Zeitplan. Wir begannen 2001 mit dem Sonderforschungsbereich, also die ersten 3 Jahre. Das ging um die Entwicklung, sagen wir, der Basiskomponenten, Arme, Hände, Hals, Kopf, Oberkörper. Dann kam die Integrationsphase zu einem Gesamtsystem mit Benutzerschnittstellen und dann jetzt in der letzten Phase eben die Entwicklung von Anwendungen in Alltagsumgebungen mit Interaktion mit dem Menschen. Gut, das war das Ziel, einen humanoiden Roboter zu entwickeln. Wir haben die Roboter nach Generationen durchnummeriert, AMA 1, AMA 2, AMA 3, AMA 4. Die Serie wird weitergehen in der Zukunft. Dieses System hat 63 Freiheitsgrade, also Füße, Beine, Hüfte, Hals, Oberarme und die Augen, die zu bewegen sind, und der Kopf. Und hat etwa die Größe von 1,70 Meter, also eines durchschnittlichen Menschen. Hier sehen Sie jetzt, wie die Systeme aussehen. Links ein System von der Waseda-Universität. Hier ist schon der Gesichtsausdruck mit integriert worden. Der Roboter kann sich auch bewegen, kann laufen. Und rechts ist AMA 4, der hier mit einem Gott gesichert ist, der also Laufen und Manipulationsaufgaben übernehmen wird. Gut. Resümee ist, dass wir also scheinbar Robotersysteme implementieren kann, die dem Menschen durchaus analog sich verhalten, auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Menschen haben. Die Frage ist, muss der Roboter aussehen wie ein Mensch oder muss man noch erkennen, dass das eine Maschine ist? Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. In Osaka wird zum Beispiel an Robotern gearbeitet, die ein menschliches Gesicht haben, Hautfarbe, auch die Mimik, Augenbewegung, Mundbewegung reproduzieren oder dass man entsprechende Systeme arbeitet, die auch eine Pragmatik, also einen Nutzen haben. Abschließend möchte ich sagen, dass Roboter zunehmend nützlicher werden, also nicht nur im Unterhaltungsbereich eingesetzt werden, sondern auch zunehmend in öffentliche Bereiche und zu kritischen Aufgaben herangeführt werden. Voraussetzung ist also, dass diese Mensch-Maschine-Schnittstelle auch so ausgelegt ist, wie wir sie brauchen. Dankeschön.